Okay, ich verstehe generell nicht, wie man das Ganze halt wirklich richtig kontrollieren soll. Es wirkt nämlich schon sehr schwer auf mich. Vielleicht muss man dafür aber auch einfach ein Pro-Gamer sein, das bin ich einfach nicht, ne? Oh, dem gebe ich jetzt. Mein Gott, warte, dem gebe ich gar nichts. Wer bist denn du? Lass weiter. Ah! Nice. Schöner Catch, schöner Catch. Kann ich mit dir hier hochjumpen? Nein. Warte mal, warum kann ich hier gerade nicht runter? Okay, alles gut. Ah! Komm zurück. Und dann sind wir auch in dem Gebiet. Ew. Was zur Hölle, Junge? Nee. Dann gehen wir da einfach mal zum TP-Punkt weiter. Ohne zu klettern. Sehe ich mich gerade ehrlich gesagt nicht. Und. Achso, das war nur ein Chibi-Ki, alles gut. Ach man, sag nicht, ich muss hier wieder klettern. Ey, wirklich, ich bekomme ja so viele Stimmen in meinen Kopf reingesetzt. Das sollte aber easy möglich sein, oder? Wenn ich das mal so ganz frech sagen darf. Das sollte easy as fuck möglich sein. War für meinen Geschmack doch knapper als gedacht, aber. Alles gut. Und dann 110 Meter in die Richtung, das sehe ich ihn auch schon. Sehr nass. Und dann aktivieren wir den und gehen zum, glaube ich, letzten Spot, den wir da noch offen haben. Ne, zwei haben wir noch offen. Okay. Dann gehen wir einfach mal in welche Richtung genau? Ja, in die Richtung. Okay. Und das sollten wir eigentlich auch schaffen, meiner Schätzung nach, weil während dem Schwimmen haben wir jetzt nicht so viel Ausdauer verbraucht. Wenn ich das mal jedenfalls so einschätzen darf. Solange das überhaupt als Schwimmen zählt. Wir können da jetzt wirklich unter Wasser durchgehen. Es verbraucht Ausdauer, aber wir schaffen es easy. Es macht gar keinen Sinn, aber ich bin da voll auch auf der Seite vom Spiel, ja. Definitiv. Oh, warte mal, du hast uninteressante Sachen mit dabei. Mich würde es halt sehr interessieren, wenn die Eier oder so im Angebot hätten. Oh, du hast halt alles im Angebot, die aber so uninteressant wie nur möglich sind, ne? Ah, da ist halt was einen Copper Key benötigt. Und dann würde ich noch mal kurz ein paar Beeren einwerfen für mich und für mein Goat-Tier. Dann reiten wir weiter. Geschwind, geschwind. Bro, kommst du? Einfach in die Richtung, ja. Sehr, sehr geil. Und dann progressen wir da gerade ziemlich gut durch, würde ich behaupten. Oh, kannst du da rüberspringen? Ich schätze nicht, oder? Nee. Oh. Okay, all gut. Dann geht's hier weiter. Haben wir noch eine Chest? Ey, wir erkunden aber wirklich sehr, sehr schnell, ne? Nachdem wir alle Spots fertig haben, werde ich, wie gesagt, einfach nur ans Leveln denken und mir so viele Sklaven wie möglich holen, die wahrscheinlich dann eh verkaufen direkt wieder. Weil auch wenn die halt nicht viel einbringen, bringen sie wenigstens mehr ein, als wenn sie in meiner Box einfach nur verschimmeln. Bro, der ist so süß. Er ist so süß, wirklich. Liebe ihn. Ich liebe ihn wie meinen eigenen Sohn. Weiß gar nicht, ob er männlich oder weiblich ist. Bist du männlich oder weiblich? Natürlich bist du weiblich. Bro, wusste ich. Wusste ich natürlich. Wer kennt den nicht, den weiblichen Gojo Satou?
Boah, wirklich Crush direkt. Direkt Crush dann. Aber auch auf männlichen halt direkt Crush. Yeah. Let's go. Da schaffen wir es auch easy hoch. Ja, so zum Klettern habe ich zum Glück jetzt nicht so viel Negatives zu sagen wie vorher. Weil gerade läuft das Ganze ziemlich gut. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich einen Kill bei dir rausschallern, aber einen Catch wollte ich rausschallern. Das Fußballspiel, woo! Okay. Silver Key. Okay, markiere ich mir auch mal. Und dann sollte ich das upgraden können, ne? Okay, fürs nächste brauche ich 7. Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was das überhaupt machen soll. Ich bin da ganz, ganz ehrlich zu euch. Ich habe da keinen Plan, was das genau machen soll. Wirklich nicht. Liegt aber vielleicht auch an meiner maximalen Dummheit. Warte. Oh, das ist noch gar nicht das Gebiet gewesen. Dann müssen wir noch ein bisschen weiter nach vorne. Müssen wir noch ein bisschen weiter nach vorne. Ob ich hier in die richtige Richtung? Okay. Oh Gott. Oh Gott. Obwohl, vielleicht ist es der richtige TP-Punkt gewesen. Nein, nee, es ist nicht mal. Es ist nicht mal der richtige TP-Punkt gewesen. Okay, I see. All freaking good. Lass uns den hier auch noch einnehmen. Und dann sind wir hier eigentlich schon fertig mit allem. Sieht auch nicht so aus, als würde es irgendwas allzu Interessantes noch geben. Nee. Wir haben bislang auch noch keine neuen Pauls angetroffen, leider. Habe ich da gerade eine Megasphere gesehen, dann muss ich natürlich schon zurückgehen. Eine Megasphere ist halt schon mega viel wert. Okay. Da sehe ich den Dude, mit dem wir reden können. Aber ganz ehrlich, die 5 Pallium Fragments juckt mich nicht allzu sehr. Und dann haben wir jetzt endlich mal die Spawns hier durch. Gehen dann weiter hierhin. Kann ich bitte... Ja, jetzt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Dann kannst du wieder raus. Dann kann ich dich wieder ridern. Und dann gehen wir nach dahin. Ja, nach dahin. Das ist ein Troll, ne? Das ist ein Troll! Das ist ein Troll! What the fucking hell? Aber okay. In meinen Augen macht das auf jeden Fall vollkommen Sinn. Ich sehe da nichts, was nicht Sinn machen würde. Okay, und dann da lang. Haben wir die Base hier schon gerobbt? Ich glaube schon... Oh, ah, wie hart kann man eigentlich vorbeilaufen? Wie hart kann man eigentlich an was vorbeilaufen? Oh, warte mal, vielleicht haben wir auch gar nichts gemacht hier noch. Bro! Runter! Was für Psychos! Die haben Satoru fast insta-killed! Warum sind die auf einmal wieder Level 20, hä? Oh, ich hab das mit hier verwechselt, deshalb... Oh, sorry, mein Fehler, Satoru. Du bekommst mein ganzes Food ab. Bitte heil dich. Ich finde es auch gut, dass die Pauls wenigstens keinen Volldamage bekommen können, weil Satoru wäre schon 100-mal tot sonst. Was ist gerade passiert? Holy shit, Bro. Was ist gerade passiert? Was war das für ein maximal unangenehmer Lag? Like, homie, beruhig dich. Alles ist gut. Ja, nervt mal bitte nicht. Oh, Satoru sieht so süß aus, wenn das macht, oder? Okay. Ich weiß aber definitiv... Bruder! Definitiv, dass es hier auch noch einen TP-Punkt gibt, tatsächlich. Und zwar da ganz hinten, was mich ehrlich gesagt ein bisschen abfuckt. Weil es in meinen Augen sehr, sehr unnötig ist, das so stupid ganz am Ende der ganzen Map zu placen, aber...
Ist okay, den holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Dann haben wir hier auf jeden Fall viele Erforschungen errungen. Das ist auf einmal dunkel geworden, nur damit es direkt wieder hell wird. Verstehe ich das gerade so richtig oder? I don't know. Oh, Bro. Ist ein Lotto. Komm zurück. Gegen den werde ich selbst kämpfen. Ich wollte ihn eigentlich nicht killen, aber das ignorieren wir einfach mal. Oh, man. Ey, es wäre so geil, wenn es irgendwie so eine Waffe gibt, die einen Paul nicht killen kann. Das wäre schon cool, weil es gibt im Pokémon ja zum Beispiel auch diese eine Attacke. Weiß nicht genau, wie sie heißt, aber die einen halt dann auf 1 HP unterschießt und keinen Kill verursachen kann. Habe ich jedenfalls, die gibt, solange ich gerade nicht dumm bin. Und das wäre ziemlich cool, finde ich. Das wäre ziemlich cool, auch wenn es das in Paul World geben würde. Weil es manchmal schon sehr, sehr nervig ist, wenn man dann einfach so ein Paul, dass man eigentlich so, wenn es schon fangen will, ein bisschen killt. Mag ich meistens nicht so gerne. Okay. Hier ist dann der Dungeon, in dem wir aber schon waren. Den machen wir natürlich jetzt nicht nochmal. Und gehen einfach mal hier hoch. Satoru kommt zurück. Aber ein bisschen Tag rum. Also ja, ich hab's dir befohlen, aber... Aber ein bisschen Tag rum, Mann. Ruhig dich doch an. Auf jeden Fall in Holz reinlaufen. Ist schon immer ziemlich smart, würde ich behaupten. Weil dann bekommt man noch so zusätzlich immer ein bisschen Holz mit. Was auf jeden Fall nice to have ist, ne? Was auf jeden Fall nice to have ist, kann ich da... Oder ihr müsst trollen. Dann halt dadurch, I guess. Ja, da 82 Meter. Hat wirklich am Arsch der Map versteckt, diesen TP-Punkt. Das finde ich so miserabel. Aber okay. Boah, Junge! So, Jump'n'Run ein bisschen auch mal. Wichtig. Und dann runnen wir hier weiter durch. Also, Satoru macht heute auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job. Bin ich sehr zufrieden mit. Und dann unlocken wir das hier noch. Let's go! Und last but not least haben wir dann den Spot und ansonsten haben wir gar nichts mehr. Ich frage mich halt, ob da wirklich alles überall noch ein Gebiet ist, was halt noch schwarz ist. Das frage ich mich definitiv. Bitte nicht, lass mich in Ruhe. Oh, ich hasse es so sehr. Nach links will ich da. Bro, warum bist du gerade so aggro aufgestanden in der Waffe, hä? Da können wir anscheinend einfach nur in die Richtung laufen. Aber wisst ihr was, da gehe ich kurz noch vor in meine Basis zurück. Das ist mir sonst ein bisschen zu nervig hier. Im Dunkeln will ich in dem Spiel auf jeden Fall nichts machen. Nichts, wirklich. Ja, ist wirklich, das mit den Bären funktioniert wirklich ziemlich gut, wenn ich das hier einfach so reinmache und dann, während ich weg bin, einfach meine Polsters erledigen. Bin ich ein Fan. Bin ich auf jeden Fall ein Fan. Warte mal, sind so Ei jetzt, glaubt ihr, schon gebrütet? Nee. Okay. Seems just a little hot. Okay, ist nichts Schlimmes, plus 50 hat's noch immer, also... Ende ich einfach mal nichts. Und reite einfach mal in die Richtung. Kann ich hier drauf landen noch? Ja. Oh mein Gott, holy shit, moin, was geht? Kann man seine Pauls auch irgendwie dazu animieren, so selbst Eier zu legen? Oder wie sieht das eigentlich aus? Das wäre nice to know eigentlich. Ey, ich find's so geil, dass man da halt wirklich unter Wasser laufen kann mit unserem Homie. Das spart wirklich so viel. Oh nein, sag jetzt nicht, ich ertrinke hier.
Warte. Ich bin unter der Map! Bitte was? Ja, gut, also passiert, I guess, ne? Passiert. Ja, ganz bestimmt. Ist Standard. Wer kennt's nicht? Man will gerade ein bisschen schwimmen gehen und dann ist man halt einfach so mal. Ja, auch. Ja. Nicht mehr so in der normalen Welt, sondern im Untergrund. Passiert doch. Den Moment kennt man doch, oder? What the fuck? What the fuck? Holy shit, man. Holy shit. Wo ist hier aber der TP-Punkt? Und warum finden wir eigentlich seit 10 Jahren keinen neuen Pause? Warum? Gibt's in diesen Startergebieten immer nur dieselben? Oder warum ist das so? Also ich schätze mal, was gibt eigentlich schon. Hä? Das habe ich nicht gesagt, dass wir das so machen. Du kannst du aufhören, Akku zu sein. Ach, okay. Dann fangen wir ihn halt, wenn du unbedingt willst. Und dann schauen wir einfach mal weiter hier. Aber hier ist kein TP-Punkt, soweit ich das gerade sehe. Kunden wir einfach mal weiter. Während wir nebenbei ein paar Tiere schlachten. Ja, ist aber satisfying, muss ich schon sagen, ne? Das ist aber nicht satisfying, Homie. Warte mal, was? Ich höre ein Shiny. Warte, wo? Na, es ist natürlich genau das, was ich schon habe. Ja, komm, ich erledige das selbst, Satoru. Ja, es sollte eigentlich drin sein. Erledig du die mal bitte. Ehrlich, Homie, fuck uns nicht ab. Wir sind das Team. Wir sind das Squad. Wir sind Gamer. Okay. Learn Stone Blast. Let's go. Das hört sich ziemlich gut an. Bin ich ein Fan? Bin ich ein Fan? Definitiv. Da haben wir dann noch einen Chest am Abgehen. Braucht aber eine Copper Key. Und da 170 Meter ist ein TP-Punkt. Warte mal, ist hier ein Dungeon oder warum steht hier... Nee. Warum stehen die da so random? Hä? Warum chillen die da unten einfach so? Bro? Was bist du davon? Achso, das ist der Tower, den wir schon kennen. Na, ist gut, ich dachte, das wäre schon ein anderer. Okay, da können wir auf jeden Fall was aufmachen. Was ist nass? Und gibt's hier wieder so einen Spawn? Beziehungsweise so eine Base von den... Oh, nee. Hier gibt's ein kleines Dörfchen. Das ist spannend, aber habt ihr hier auch irgendwas Interessantes am Abgehen? Oh, warte mal. Ist mal ein paar Baguettes. Ja, da lachst du gleich mit, Tommy, ne? Dann haben wir dich hier. Okay. Stehe ich nicht ganz. Können wir hier irgendwas machen auch, oder? Mich würde es ehrlich gesagt interessieren, was passiert, wenn wir die angreifen. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, das zu tun. Oh, ein Paul Merchant.
Ja, aber wieder nur in uninteressanten Bullshit hat. Außer das hier sieht ziemlich cool aus, aber all over juckt mich da jetzt nicht allzu viel. Die Preise sind allemal schon nach ziemlich gleich. Oh mein Gott, warte mal, 1029 für dich? Schü. Vielleicht doch ein bisschen besser? Oder schaue ich gerade einfach nur auf die wertvolleren?